Moin Moin aus Madeira, Koi der Finisher mit einem neuen Video auf meinem Kanal. Willkommen zu einem weiteren Squad-Bilder auf meinem Kanal. Heute haben wir 1,5 Millionen am Start, dementsprechend auch wieder ein bisschen mehr Budget. Wenn ihr die Squad-Bilder feiert, dann lasst auf jeden Fall sehr, sehr gerne ein Like da, über ein Abo darüber hinaus würde ich mich auch sehr darüber freuen. Und ja, ich habe heute mal wieder ein sehr, sehr nettes Team für euch am Start und ihr könnt mir wie immer natürlich eure Kommentare in die eure Meinung in die Kommentare schreiben. So. Und ja, ich würde sagen, wir starten auch direkt rein. Ich zeige euch natürlich wie immer am Ende, in welcher Formation ich sie spielen würde, aber heute starten wir in einer 4-5-1. Und ja, ich habe auf jeden Fall Bock. Let's go. Also, wir fangen an im Tor. Habe ich mich entschieden für Marc-André Ter Stegen. Nehmen wir mal die Like-Karte, warum denn nicht? Ja, Marc-André Ter Stegen, auch so wie Alisson, 90 Rating, 88 Flugparaden, 85 Fangsicherheit, 88 Abschlag, 90 Reflexe, 88 Stellungsspiel. Das sieht auf jeden Fall ja schon sehr, sehr gut aus. Und Ter Stegen war ja in FIFA 20 mit sogar einer der besten Torhüter, so muss man ehrlicherweise so sagen. Dann haben wir auf der AV-Position einen Spieler, den ich glaube ich bisher nur einmal hatte in der Squad-Builder-Serie auf unserem Kanal, nämlich Diego Carlos. Diego Carlos von Sevilla, auf jeden Fall auch ein sehr, sehr schneller Innenverteidiger. 77 Tempo, ihr könnt sehen, 76 Sprintgeschwindigkeit, 84 Abfang, 79 Kopfballprezi, 83 defensives Bewusstsein, 82 faire Zweikämpfe, 81 Grätschen, 86 Stärke, 82 Sprungkraft. Ja, das sieht sehr, sehr nice aus und dementsprechend 81 Grätschen dazu noch. Kann man da nicht allzu viel meckern. Er hat eine sehr, sehr gute Sprungkraft, ist groß mit 1,85 und ja, auf jeden Fall für mich ein sehr, sehr guter Innenverteidiger. Dann haben wir einen Verteidiger, und ich finde es immer nice, wenn ich in diesen, gut, Low-Budgets sind das jetzt nicht, aber für mich in dem aktuellen Status schon, dass ich dann trotzdem dann Spieler von meinem Team einbauen kann. Weil da kann ich natürlich euch extrem viel erzählen, weil wenn du ja, Varane 112 Spiele schon gespielt hast, dann würde ich sagen, kannst du ein bisschen was darüber sagen. Ja, also Varane, was soll ich zu ihm sagen? Ich feiere ihn abnormal, 85 Sprintgeschwindigkeit, 81 Sprungkraft bei einer Körpergröße von 1,91, also gewinnt sehr, sehr viele Kopfbedeutungen, 86 Stärke, 80 Aggressivität, 87 Abfang, 89 defensives Bewusstsein, 87 faire Zweikämpfe, 86 Grätschen. Ja, ich glaube, das lässt sich sehr, sehr gut sehen und dementsprechend. Die beiden in den Verteidigungen sind sehr, sehr nice. Rechtsverteidiger haben wir Jesus Navas. Ja, Jesus Navas ist ein Rechtsverteidiger, der, sag ich mal, was die körperlichen Aspekte nicht wirklich. Also, wenn es da darum geht, dann schneidet er natürlich nicht so gut ab. Aber was haben wir als Rechtsverteidiger? Wir haben erst noch vier Spezialübungen, was natürlich nicht gut, nicht schlecht ist. 90 Antritt, 84 Sprintgeschwindigkeit, 81 Ausdauer. Wie gesagt, das einzige Stärke. Er hat halt keine Stärke. Das ist wirklich, muss man ehrlicherweise sagen, nicht so gut. Aber trotzdem, 83 Abfang, 81 defensives Bewusstsein und vor allem, was ich bei Jesus Navas extrem schätze, sein Preis. Sein Preis ist im Gegensatz zu was du bekommst, extrem krass. 83 Ballkontrolle, Dribbling natürlich nach wie vor richtig gut bei ihm. Und ich mag es, wenn ich mit meinem Rechts- und Linksverteidiger ein bisschen dribbeln kann, ein bisschen auf die Außen gehen kann. Dann kommen wir zum nächsten Verteidiger, den ich auch in meiner Mannschaft habe, Fernand Mendy. Ja, Fernand Mendy, für mich der beste Linksverteidiger aktuell in FIFA 21. 91 Antritt, 200 Sprintgeschwindigkeit, Bro, 88 Ausdauer, 82 Aggressivität, 80 Beweglichkeit, 200 Reaktion, 80 Dribbling. Also, ihr seht das. Ich glaube, ich muss dazu nicht allzu viel sagen, aber er hat dazu noch vier Spezialbewegungen, hat eine Körpergröße von 1,80, das heißt, er ist relativ groß und 5 schwacher Fuß, das heißt, 130 Spieler, ihr seht das. 7 Vorlagen, das ist schon eine sehr, sehr starke Karte. So, dann gehen wir zu dem Mittelfeld. Und da habe ich mich entschieden für Paul Pogba. Ja, ihr kennt ihn alle. Ein Spieler, der sehr, sehr gut ist. 5 Spezialbewegungen, 4 schwacher Fuß, 1,91 groß, Kopfbälle ist das Stichwort hier, gibt ja auch sehr viele mit Pogba. 89 Stärke, 83 Ausdauer, passt es bei ihm sehr, sehr gut. 86 kurzer Pass, 91 langer Pass, er ist eigentlich ein Allrounder, würde ich sagen. Das einzige vielleicht Defensiv-Stats, da denkt er nicht so. Wenn ihr es irgendwie machen könnt, dann spielt Pogba auf der 8. Das ist so meine Empfehlung. Auf der 6 geht es auch, aber da gewinnt halt nicht so viele Zweikämpfe, das kann ich euch jetzt schon sagen. Aber kann man natürlich auch machen. Dann haben wir links den OP-Spieler, den Meta-Spieler, schlechthin wie nie den FIFA gefühlt, nämlich Heung-Min Son. Ja, ich glaube, zu ihm muss ich auch nicht allzu viel sagen. Mir fällt gerade mal auf, Heung-Min Son ist das erste Mal in unserer Squad-Bitter-Serie hier am Start.
4 Spezialbewegungen, 5 Schuhe Fuß, bei einer Körpergröße von 1,83, 89 Schwindgeschwindigkeit, 86 Antritt, 86 Abschluss, 88 Schusskraft, 90 Fernschuss. Longshots sind auf jeden Fall am Start, noch nicht genug. Er hat auch noch 87 Ausdauer, das heißt, ihr könnt mit ihm sehr, sehr gut pacen. Beweglichkeit ist auch am Start, Dribbling ist am Start. Also Dribbling ist krank, Alter. Er hat ja fast nichts unter 85 außer Balance. Ey, das ist einfach eine kranke Karte. Dann haben wir den Dembélé auf rechts. Ich weiß, er ist Offcam, aber ich habe so das Gefühl, dass in FIFA 21 das Offcam nicht so schlimm ist wie in den anderen FIFA-Teilen. Dementsprechend würde ich hier Dembélé mal ausprobieren. Dembélé hat 93 Antritt, 92 Sprintgeschwindigkeit. Ihr könnt ihn dann auf 7 spielen, 7 oder 10. Macht jetzt aus meiner Sicht nicht so heftigen Unterschied bei Dembélé. Und ich finde das Team einfach absolut krass. Ihr werdet es ja dann später sehen, warum ich das so habe. 5 Spezialbewegungen, 5 schwacher Fuß. Ihr seht die Stats eigentlich überall grün, außer halt natürlich bei Physis, aber ansonsten sehen die Stats sehr, sehr nice aus und du kannst halt natürlich mit ihm extrem gut skillen. Dann kommen wir zum nächsten Spieler, da haben wir einen Franzosen, genauso wie Dembélé, nämlich Ben Yedder. Den tut ihr natürlich von SD auf ZOM, das ist klar, einfach umstellen, auch ganz entspannt. Ben Yedder, 4 Spezialübungen, 5 schwacher Fuß. 82 Sprintgeschwindigkeit, 86 Antritt. Ihr seht das jetzt auch überall gesehen. Das ist einfach zu krass, wie gut dieser Ben Yedder ist. Ne? Ihr wisst selber, also Ben Yedder ist auf jeden Fall ein Spieler, den ihr nicht als Gegner haben wollt. So viel kann ich euch verraten. Und ja, 80 Übersicht, 91 Beweglichkeit, 89 Balance, 96 Reaktion, 87 Ballkontrolle, 87 Dribbling, 84 Ruhe und so weiter und so fort. Das sind sehr, sehr geile Stats. Um natürlich dann zu sagen, dass man eventuell in einer Pizza 3 spielt, wie ich sie zum Beispiel spiele, brauchen wir natürlich nochmal einen Sechser und mein Sechser, den ich immer liebe, ist auf jeden Fall Sissoko, weil er 1,87 groß ist, weil er 84 Sprintgeschwindigkeit hat, weil er 90 Stärke hat, der tackelt wirklich fast alles um, 91 Ausdauer, was auch nice ist, 85 Aggressivität, 77 Grätschen, 81 Fährerzweikämpfe, 76 defensives Bewusstsein, kurzer Pass kann er auch, langer Pass kann er auch. Also Sissoko ist auf jeden Fall ein sehr, sehr starker Spieler, auch in FIFA 21, eigentlich so wie fast in jedem FIFA. Und dann kommen wir zum nächsten Spieler, der Off-Camp ist und den ihr auf 7-Camp spielen könnt, aber der so lohnt, so krank lohnt, nämlich den hatte ich auch schon in 1 Million Scorebilder, nämlich Saint Maximin in Form, 95 Antritt, 95 Sprintgeschwindigkeit. Und wie gesagt, glaubt mir, wenn ich sage, der Unterschied ist nicht so krass, probiert es mal wirklich aus. Die Karten sind an sich schon so, so heftig. Ich meine, schaut euch gleich mal die Offensive an, die wir haben. Ich zeige euch gleich die Formation. 96 Beweglichkeit, also die Leute, die dribbeln, die werden diese Spieler lieben. 90 Balance, 94 Dribbling, 84 Ruhe, 502 Kontrolle. Ja, Bro, was willst du mehr? Was willst du mehr? Wir gehen auf jeden Fall zu den Formationen. Das zeige ich euch natürlich wie immer in jedem Video. Wie gesagt, ich hatte ja vorhin gesagt, 4-2-3-1 ist eine Möglichkeit, allerdings ist es halt so ein bisschen das Problem mit Pogba. Aber wenn ihr trotzdem sagt, ich komme mit Pogba klar, ich gewinne trotzdem die Zweikämpfe, dann könnt ihr es auf jeden Fall so gerne machen. Also wie gesagt, in-game stellt ihr dann um. Sissoko auf die 6, Saint Maximin tut ihr hier hin. Und ich würde sogar sagen, dass Ben Yedder hier reingeht und Son auf die 10. Dann habt ihr Son auf der 10, Dembélé auf rechts und Saint Maximin auf links. Das sieht auf jeden Fall mega nice aus. Und was ihr auch noch probieren könnt, was ich auch gerne euch empfehle jedes Mal, ist die 4-2-2-2. Da haben wir natürlich wieder Pogba auf der 10, aber ihr seht, das sieht auf jeden Fall sehr, sehr nice aus. Da würde ich sogar Son hier auf die Stürmerposition tun, weil die hier weniger Pace haben als Son Maximin und Dembélé. Und ja, das sind auf jeden Fall die zwei Formationen, die ich euch hier in dem Fall empfehlen würde. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall sehr, sehr gerne ein Like da. Über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen. Danke auf jeden Fall fürs Anschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Euer Cody der Finisher. Ciao.